Konnichiwa, Minasan! Im heutigen Video möchte ich mit euch mal über Osebo sprechen, was ein Geschenk zum Jahresende ist. Und das hier haben wir von unserem Vermieter bekommen. Irgendwann klingelt es an der Tür, ich denke mir, ich habe doch gar nichts bestellt, wer ist das denn? Die Post? Und dann gibt er mir hier dieses Paket in die Hand, da war eigentlich noch so eine Bande drum, ne, wo dann draufsteht Osebo und so. Das machen die Japaner oft, dass sie halt um Umschlag oder so nochmal eine bestimmte Bande dann drum machen, zu einem bestimmten Anlass eben. Ich habe mir gedacht, was? Was ist das? Hab's aufgemacht und war sehr erstaunt. Das hat unser Vermieter uns einfach gesendet. Bevor wir uns den Inhalt angucken, möchte ich euch aber ein paar allgemeine Infos zu Osebo geben, welcher Brauch dahinter steckt und warum man sowas eigentlich macht. Osebo heißt also das Ganze, so nennt man dieses Geschenk zum Jahresende. Und das schenkt man vor allem Leuten, denen man ja zur Last gefallen ist, ist so die ganz wörtliche Übersetzung. Im Grunde schenkt man das Leuten, denen man dankbar ist oder denen man danken möchte. Das Ganze geht zurück bis in die Edo-Zeit. Da hat man nämlich angefangen, dieses Osebo an Leute zu verschicken und das hat man zweimal im Jahr gemacht. Einmal zu Obon. Zu Obon habe ich schon mal ein Video gemacht. Es ist das Totenfest. Da sagt man, kommen die Toten aus dem Reich der Toten wieder. Das ist immer so Mitte August rum. Und zum Jahresende hat man es in der Edo-Zeit gemacht. Aber in der Edo-Zeit war es ein bisschen anders als heute, denn dort haben die Mieter Geschenke an den Vermieter geschickt, ne, so nach dem Motto, vielen Dank, dass ich hier wohnen darf, und Händler haben Geschenke an andere, ja, Geschäftspartner oder aber auch an Kunden gesendet, um ihren Dank auszudrücken. Jetzt habt ihr euch bestimmt schon gefragt, ja okay, warum hat der Vermieter euch denn dann was geschickt, wenn ihr die Mieter seid? Und heutzutage ist das, wie gesagt, ein bisschen anders. Das war früher in der Edo-Zeit, so hat das angefangen. Heutzutage kann man das an jeden verschicken, an dem man das verschicken möchte, an Leuten, denen man dankbar ist. Aus Vermietersicht ist das jetzt vielleicht so ein bisschen so, ja, vielen Dank, dass Sie da wohnen, dass Sie die Miete bezahlen, könnte man vielleicht sagen. Aber es wird heutzutage auch innerhalb der Familie manchmal verschickt, dass man sagt, ja, Oma, Opa oder die Eltern wohnen ein bisschen weiter weg, dann schicke ich da so ein kleines Geschenk hin. Oder aber auch an Freunde, denen man zur Last gefallen ist oder bei denen man sich einfach bedanken möchte, Gastfamilien oder so. Das ist heutzutage wesentlich offener, da gibt es nicht so eine strikte Reihenfolge, wem man das jetzt schenken darf und wem nicht, sondern es ist alles ein bisschen aufgelockert. Was vor allem in diesem Geschenk auch drin steckt, ist dieses Kore kara mo yoroshiku onegai shimasu, was mehr oder weniger übersetzt so viel heißt wie auch ab jetzt auf eine gute Zusammenarbeit. Das ist den Japanern auch immer wichtig. Das sagt man dann auch zu Neujahr, werde ich nochmal ein Video zu machen, wenn Neujahr dann kommt. Ne, da sagt man dann auch Kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu, auch dieses Jahr auf eine gute Zusammenarbeit. Was früher, als dieser ganze Brauch angefangen hat, noch relativ wichtig war, war, dass man die Hierarchie eingehalten hat. Das heißt, nur Leute, die in der Hierarchie weiter unten standen, haben Leuten etwas geschenkt, die in der Hierarchie weiter oben standen. Also beim Händler und beim Kunden, ne, der Händler steht in der Hierarchie weiter unten, weil der Kunde ist ja der König. Das heißt, er schenkt ihm was oder Geschäftspartnern, da stellt man sich dann natürlich auch ein bisschen nach unten. Und beim Mieter-Vermieter-Verhältnis, der Mieter steht natürlich unter dem Vermieter und deswegen wurde nur hoch geschenkt. Das ist, wie gesagt, heute aber auch nicht mehr der Fall, sondern heute, ne, wenn du jemanden danken möchtest, dann schickt man das. Wann wird das Ganze denn jetzt aber verschickt? Und das ist nach Regionen ein bisschen unterschiedlich. Hier in der Kanzer-Region ist es meistens vom 13. Dezember bis zum 31. Dezember. Das ist so die Hochphase, in der das verschickt wird. Aber es gibt mittlerweile auch immer mehr Leute, die das Ende November schicken, so wie unser Vermieter das auch gemacht hat, weil natürlich in der Zeit vom 13. bis zum 31. Dezember alle das verschicken und es super voll ist und die Leute auch mit dem Jahresabschluss und so super viel zu tun haben. Es ist dann Weihnachten als Event, auch wenn Japaner das nicht ganz so interessiert, wird auch nochmal ein Video zu kommen. Es ist aber auch Neujahr, da muss viel vorbereitet werden und deswegen gehen viele hin und schicken das mittlerweile jetzt schon Ende November, Anfang Dezember dann ab. Vom Preis her sollte sich das Ganze so zwischen 3000 bis 5000 Yen bewegen. Das ist in Japan auch wunderschön, finde ich, denn es gibt für alles eine Regel und vor allem für Geschenke gibt es Regeln, weil die Japaner mögen es nicht, wenn man ein Geschenk bekommt, was zu teuer ist und dann, ja, muss man da irgendwie mit umgehen und man fühlt sich aber schlecht, weil man hat vielleicht nicht sowas geschenkt und deswegen sagen die Japaner so zwischen 3.000 bis 5.000 Yen, das ist ein Betrag, wo sich derjenige, der das Geschenk bekommt, nicht schlecht fühlen muss, wo es noch absolut okay ist. Also für Japan, es gibt
für alles regeln, was Geschenke angeht, auch wenn man auf eine Hochzeit geht, je nachdem, in welchem Verwandtschaftsgrad man ist, gibt es eine Regel, wie viel Geld man ungefähr schenkt und so. Ne, die Japaner haben das bis ins kleinste Detail geplant, damit möglichst wenig komische Situationen entstehen. Ist auch wieder eine grundlegende Sache der japanischen Kultur und Gesellschaft, ne, dass man eben Situationen, die unangenehm sind, vermeiden möchte. Was schenkt man denn aber jetzt eigentlich genau? Und da wird in der Regel Essen geschenkt, vor allem auch Dinge, die man braucht. Also in der japanischen Küche zum Beispiel. Und was auch sehr wichtig ist, ist, dass man etwas schenkt, was die ganze Familie zum Beispiel an Neujahr essen kann zusammen. Also da denkt man auch immer schon so ein bisschen was. Es muss was sein, was für die ganze Familie ist, was man zusammen machen kann. Und da ist in Japan dann beliebt, ich habe das hier mal rausgesucht, Würstchen sind beliebt, Schinken ist beliebt, Kekse, kleine Törtchen oder sowas. Ne? Hauptsache, dass es was ist, was man mit der ganzen Familie essen kann. Was der Vermieter uns geschickt hat, das werden wir uns jetzt gleich auch noch anschauen. Bevor wir uns den Inhalt des Pakets anschauen, muss man was zurückschicken, wenn man etwas bekommt? Nein, das muss man nicht. Also in der Regel macht man das nicht. Wenn man sowieso schon vorhatte, der Person was zu schicken oder so, dann kann man das machen. Aber man sollte kurz anrufen oder eine SMS schreiben oder irgendwie sowas und sollte sich bedanken. Das sollte man auf jeden Fall machen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben uns bedankt bei dem Vermieter. Und ja, das ist so der Standard, den man macht. Zurückschicken, nicht immer, das kann manchmal auch falsch aufgefasst werden und so, deswegen da soll man vorsichtig sein, aber ein kurzes Schreiben, einen Brief, meist viele schreiben dann auch so Karten, die sie dann irgendwie mit einem bestimmten Text, auch da gibt es dann wieder Beispiele für die Texte, wie man das schreiben muss und so, also ja, es gibt für alles eine Regel. Aber wollen wir doch jetzt mal schauen, was denn hier genau drin ist. Es ist ein Riesenpaket, wirklich, es ist auch sehr schwer. So, oi, ich mach das mal oben ab und werf das mal runter. Es sind zwei Lagen, die wir bekommen haben. Hier ist das erste oben drauf und wir sehen hier vielleicht, könnt ihr ein bisschen sehen, es handelt sich hierbei um Soba, Osoba, Nudeln. Ne, es sind Nudeln, hier sind nochmal ganz viele Nudeln, drei Päckchen drin, hier ist nochmal drin. Warum das so viel ist, klar, weil der Vermieter auch sich gedacht hat, das ist was, was man mit der ganzen Familie zu Neujahr oder so essen kann. Vor allem Neujahr wird Toshikoshi Soba. Das isst man zum Silvesterabend, isst man Soba-Nudeln. Das soll dann Glück und langes Leben und so bringen. Das ist so Brauch in Japan, dass man das isst. Und das werden wir natürlich jetzt dann auch machen am Silvesterabend. Werde ich euch auch im Video zeigen dann, wenn es soweit ist. Und hier oben haben wir noch Nori. Das ist so ein bisschen, sieht man auch im Bild, das ist Seetang. Und wir haben hier noch Soba-Tsuyu. Das ist... ja, die Soße, es ist keine richtige Soße, aber das, wo man die Soba-Nudeln eintunkt und wo man die mit isst, damit die noch ein bisschen mehr Geschmack bekommen. Das ist die erste Lage, die da drin war. Dann haben wir hier noch so eine Palette bekommen und hier haben wir jetzt Udon. Auch wieder ein Sopak-Udon, dann wieder hier so drei kleine Päckchen vom Udon. Hier oben haben wir dann Negi, das sind Zwiebeln, die isst man auch oft mit Udon zusammen und Menzuyu. Das ist auch wieder so eine Soße, durch die man die Udon-Nudeln dann ziehen kann und isst. Das sind also die Dinge, die wir vom Vermieter als Osebo bekommen haben. Ist schon eine ganze Menge, wie ich finde. Also, das ist schon wirklich viel und das kann man auch gut mit der Familie essen. Und das ist eben ein Brauch, den es in Japan gibt, dass man zum Jahresende, zu Ubon wird das mittlerweile nicht mehr verschickt, aber zum Jahresende eben den Leuten, denen man danken möchte, dass man denen so ein kleines Paket schickt, ungefähr 3.000 bis 5.000 Yen. Dann freuen die sich vielleicht, die haben was, was sie mit der Familie auch essen können. So eine Kleinigkeit, das machen die Japaner. Das ist hier so Brauch und wird auch heutzutage noch praktiziert. Ich persönlich finde, dass das ein sehr, sehr schöner Brauch ist. Ich habe mich auch super gefreut. Ich habe das aufgemacht und gedacht, wow, was ist das? Und ich persönlich kannte diesen Brauch auch noch gar nicht. Habe ich noch nie was von gehört. Ich habe Mayu das dann geschickt und Mayu meinte, ach ja, klar, das ist Osebo. Und dann so, was ist Osebo? Und dann habe ich das alles nachgeschlagen und habe alles recherchiert und gedacht, wow, das kann ich noch gar nicht. Also man lernt immer wieder neue Dinge dazu, auch wenn man schon ein bisschen was über Japan weiß und schon länger hier lebt und so. Man lernt immer neue Dinge dazu. Fand ich sehr interessant, finde ich einen sehr, sehr schönen Brauch und wir werden zum Beispiel, wir schicken Mayus Oma was, ansonsten haben wir nicht so viel vorbereitet, weil Mayu hat da auch gar nicht mehr dran gedacht, vielleicht nächstes Jahr schickt man vielleicht ein bisschen mehr, wenn wir auch ein bisschen mehr Leute noch hier kennen, mal schauen, finde ich auf jeden Fall einen sehr schönen Brauch und den wollte ich euch natürlich auch vorstellen. Das war es auch schon wieder von diesem Video, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr von diesem Brauch schon wusstet oder ob das auch was komplett Neues für euch war, würde mich interessieren und ansonsten schaut gerne in die Videobeschreibung, falls ihr meine Arbeit hier durch eine direkte Spende unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. Da gibt es in der Videobeschreibung den Link. Es gibt einige Online-Kurse. Momentan für 9,99 € alle Online-Kurse für 5 Tage. Ich glaube, ab dem Tag, wo das Video hier kommt, für 5 Tage. Schaut also gerne vorbei. Alle für 9,99 €. Und es gibt meinen Amazon-Affiliate-Link. Falls ihr mal was auf Amazon kauft, ihr bezahlt keinen Cent mehr, aber ich bekomme noch eine Provision, wenn ihr meinen Link verwendet. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffe, ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!